Mein Bruder lag ganz bequem auf dem Sofa ausgestreckt und ließ sich von seinem Lehrer, der mit der Violine auf und ab ging, vorspielen. Mein Bruder war so in Gedanken vertieft, dass er den Eintritt der Mutter nicht hörte, selbst seinen Lehrer vergaß und bei ihrem Anblick plötzlich aufsprang und rief: "Ach, welch schönes Gedicht habe ich eben gemacht!"